Was ist ein Dämon? Bei einem Dämon handelt es sich um eine empfindende und in manchen Fällen auch intelligente Entität, welche in der Lage ist, mit der natürlichen Welt durch Manipulation elektrostatischer und elektromagnetischer Kräfte zu interagieren. Während die moderne Popkultur Dämonen als rotgehörnte, muskulöse Monster darstellt, sind tatsächliche Dämonen meist nicht sichtbar. Ein Dämon kann durch die Schaffung bestimmter raumzeitlicher Muster ins Leben gerufen werden. Sobald er existiert, kann ein Dämon gezwungen werden, eine bestimmte Aufgabe im Austausch für eine bestimmte Art von Zahlung auszuführen, sodass die Gesamtänderung der Entropie zwischen der Aufgabe und der Zahlung die Hauptsätze der Thermodynamik respektiert. Historisch gesehen haben Individuen in diversen Zivilisationen und Epochen Dämonen für verschiedene Zwecke benutzt, die von Handarbeit bis hin zu militärischen Operationen reichten. In den meisten Fällen war die typische Methode zur Erstellung eines raumzeitlichen Musters, Symbole mit Kreide auf eine Oberfläche zu zeichnen und verschiedene Beschwörungen und Handgesten auszuführen. Die Bezahlung der Aufgabe erfolgte in Form von Blutopfern, meist von Tieren, manchmal aber auch von Menschen. Diese Methoden waren typischerweise ziemlich riskant, da kleine Ungenauigkeiten in den Beschwörungsmustern oder Ritualen dazu führen konnten, dass sich der Dämon in dem Bereich entlädt, in dem er beschworen wurde, anstatt sich stabil zu manifestieren. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen jüngste Fortschritte in der dämonologischen Forschung jedoch, neue Einsatzmöglichkeiten für Dämonen als Teil moderner technologischer Geräte mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum zu entdecken. Die Geschichte der Dämonik. Erste Schritte. Die ersten Anzeichen dafür, dass es Anwendungsmöglichkeiten für Dämonen in der Technologie geben könnte, wurden erstmals 1879 von Nikola Tesla entdeckt, als er ein mechanisches Gerät entwickelte, das in der Lage war, Rituale zu emulieren, welche historisch bei der Beschwörung von Dämonen verwendet wurden. Durch weitere Erforschung entwickelte er eine grobe Methode, mit der der Apparat die Aufgabe für den Dämon spezifizieren und die Zahlung in Form von Wärmestrahlung am Widerstand anbieten konnte. Er schaffte es, das Gerät weiter zu verfeinern, verließ aber später diesen Forschungszweig zugunsten der Untersuchung elektromagnetischer Effekte. Miniaturisierung. Es wird angenommen, dass Prometheus Labs diese Technologie 1904 erworben hat und die treibende Kraft hinter der Erforschung und Entwicklung war. 1927 entdeckten die Forscher von Prometheus Labs einen Weg, ein vollständiges Solid-State-Dämonenbeschwörungsgerät herzustellen, das elektrische Ströme verwendete, um die benötigten raumzeitlichen Muster zu erzeugen. Weitere Forschungen führten zur Miniaturisierung, sodass ein Dämonenbeschwörer konstruiert werden konnte, der als Teil einer integrierten Schaltung funktionierte. In den 1950er Jahren war die Dämonik eine ausgereifte Technologie und Prometheus Labs veröffentlichte 1953 die 6900er Reihe integrierter Schaltungen, die mittels Dämonik funktionierten. Das goldene Zeitalter der Dämonik. Die 1960er und 70er Jahre werden aufgrund der massiven Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit der Technologie in diesem Zeitraum manchmal auch als das goldene Zeitalter der Dämonik bezeichnet. Die meisten großen Halbleiterunternehmen dieser Zeit hatten zumindest etwas in die Dämonik investiert. Diese wurden deswegen oft mit lustigen Spitznamen wie Hell Labs oder National Demiconductor bezeichnet. In diesen zwei Jahrzehnten wurden hunderte von verschiedenen Konsumgütern produziert, von Toastern über Kühlschränke und Audiogeräte bis hin zu Großrechnern sowie mehreren Mikrocomputern, darunter der Exidy Sorcerer, der IBM 5100 und die Triumph Adler Reihe. Das wohl berühmteste integrierte Schaltungselement dieser Zeit war wohl der 666-Timer, der eins der meistverwendeten elektronischen Bauteile wurde und in hunderten von Geräten Verwendung fand. Die Dämonik erlaubte auch die Entwicklung einer Reihe von Dingen, die bis dahin als nicht realisierbar galten, darunter ein idealer Operationsverstärker, DM741. Zahlreiche Mikroprozessoren wurden entwickelt, allen voran der 80313 Demon's Insight von Intel. Es wurde sogar ein FPGA-Gerät entwickelt, der Xilinx XC2066, obwohl nur wenige davon tatsächlich produziert wurden. Aufgrund der Eigenarten dieser Technologie und der Angst vor einer Ablehnung durch die Öffentlichkeit blieb jedoch ein Großteil ihrer Verwendung vor der Öffentlichkeit verborgen. Auch wenn Geräte, die von der Dämonik Gebrauch machten, immer verbreiteter wurden und die Eingliederung ins öffentliche Leben voranschritt. Darüber hinaus versuchte sich eine Reihe von Regierungen im Geiste des Kalten Krieges daran, ihre Fortschritte in diesem Gebiet vor anderen Gruppierungen geheim zu halten. Obwohl diese Vorgänge der Foundation durchaus bekannt waren, wurde die Dämonik aus dem gleichen Grund wie die Elektrizität nach ihrer Entdeckung nicht als anormal eingestuft. Sie wurde lediglich als nächster großer Schritt in der technologischen Entwicklung gesehen. Komponenten und Geräte aus dieser Zeit tauchen gelegentlich immer noch in den Händen von Sammlern und Hobbyisten auf. Insbesondere Marshall Carton Dark und Sind wir schon cool werden hier zu nennen und einige der heutzutage von der Foundation verwahrten Anomalien haben ihren Ursprung in dieser Zeit. Der Fall des goldenen Zeitalters. Während sich die Dämonik ihren goldenen Zeiten erfreute, gab es auch eine Reihe von Gruppierungen, darunter der Vatikan und die Horizont-Initiative, die gegen den Einsatz der Dämonik protestierten, schreckliche Folgen prophezeiten
und vor den noch nicht entdeckten möglichen Gefahren der Einführung dieser Technologie warnten. Die meisten Leute ignorierten diese Warnungen und glaubten, dass es sich schlicht um grundlose Angstmacherei handelte. Dann, in den späten 1970er Jahren, begannen viele der frühen Geräte, welche dämonische Komponenten enthielten, eine Reihe von anormalen Effekten zu entwickeln. Diese Effekte variierten in ihrem Ausmaß, aber im Laufe der Zeit entwickelten viele ungewöhnlich katastrophale Ausfallerscheinungen, welche häufig ungewöhnliche Verletzungen verursachten und einige Personen in den Wahnsinn oder sogar Selbstmord trieben. Mit genug Zeit zeigten schließlich die meisten dämonischen Geräte diese Effekte. Als sich herausstellte, dass dämonische Geräte unsicher waren und nach zahlreichen Klagen bezüglich der Effekte dieser Geräte, schlossen viele der Technologieunternehmen, die in Dämonik investiert hatten, schnell die zuständigen Abteilungen und versuchten dann im Anschluss ihre Beteiligung an dieser Technologie zu verschleiern. Die Foundation unterstützte die Bemühungen von nationalen Regierungen und anderen Gruppen von besonderem Interesse, dämonische Gerätschaften zurückzurufen und zu beseitigen. Das führte zur Bildung des multilateralen Abkommens zur Realitätserhaltung, kurz MARE, und zur Einrichtung des Exorzist-Einsatzkommandos, das bei der Zusammenarbeit der Gruppen helfen sollte. Gleichzeitig wurde 1981 als zusätzliche Maßnahme zur Erhaltung der Normalität der Dämonik-Sperrvertrag verabschiedet, um andere Nationen daran zu hindern, dämonische Technologien zu entwickeln. Ende 1985 war der Großteil ziviler dämonischer Technologie, mit Ausnahme einiger weniger zu Versuchszwecken beschlagnahmter Gegenstände, erfolgreich zerstört und durch nicht-dämonische Äquivalente ersetzt worden. Das Wissen über nicht reproduzierbare Bauteile wurde durch mimetisch manipulierte Propaganda und Massenamnestisierung aus der Öffentlichkeit entfernt. Nachwirkungen. Selbst nach der Erkenntnis der Gefahren, die mit der Dämonik verbunden sind, gab es noch eine Reihe wichtiger Anwendungen, in denen die Dämonik die einzige praktikable Lösung blieb und somit weiter genutzt werden musste. Die Foundation verwendet diese Technologie immer noch, um gefährliche Anomalien einzudämmen, ebenso wie die GOK bei der Verfolgung ihrer Ziele. Weitere Beispiele sind die RTG-Einheiten, die in Raumfahrzeugen und in den Mars-Rovern im Einsatz sind, fortschrittliche kryptoanalytische Geräte, die von verschiedenen Geheimdiensten verwendet werden, und Komponenten von Waffensystemen im Besitz verschiedener nationaler Regierungen. Vergleichbar damit, wie diese ebenfalls ihr nukleares Arsenal weiter unterhalten. Aus diesem Grund gab es immer noch eine Nachfrage nach Dämonik und dieser Markt wurde von den wenigen speziell auf anormale Technologie spezialisierte Unternehmen gefüllt, die es verstanden hatten, nach dem Crash zu überleben. Als die Nachfrage aufgrund der Entdeckung von nicht-dämonischen Technologien, die das gleiche Ziel erreichten, weiter zurückging, gingen diese Unternehmen jedoch eines nach dem anderen pleite oder wurden von anderen Firmen übernommen, bis nur noch Prometheus Labs und Wondertainment Industries übrig waren. Als Folge von Daten gelöscht. Im Jahre 1998 ging ein Großteil des Wissens über und der Erfahrung mit der Dämonik verloren und obwohl die Foundation in der Lage war, einige ihrer Forscher und Wissenschaftler zu akquirieren, wurde die Dämonikforschung um mehr als ein Jahrzehnt zurückgeworfen. Noch immer ist nicht ganz verstanden, warum dämonische Geräte diese Ausfallerscheinungen zeigen, aber Experten der Foundation glauben, dass das Verständnis hiervon und die Entwicklung einer möglichen Umgehung dieser negativen Effekte in den nächsten ein oder zwei Jahrzehnten erreicht werden kann, damit die Dämonik wieder zu den anderen Technologien aufschließen kann.